Magnet, der Podcast. Heute zu Gast Künstler, Autor und Schriftsteller Frank Goosen. Ja, schönen guten Abend. Wir sind heute hier im Kabü in Essen und sprechen über Frank Goosens neuen Roman Kein Wunder. Ich freue mich sehr, dass du hier unsere Lesebühne unterstützt, Frank. Unsere Wortkunstbühne, die wir ganz sehr originell Kabühne genannt haben. Und wir haben schon einen ersten, Live-Kommentar. Viel Spaß wird uns gewünscht von Frank Pfahl, auch ein Frank. Dennis Pfahl, ja. Ja, finde ich gut. Ja, ich glaube, das werden wir haben. Ist ja ein cooler Ort hier und du hast das jetzt so ein bisschen ironisch gesagt. Kabü ist schon eine gute Abkürzung. Gut, merkt man oder? Sich. So, ja. Prima. Ich habe mir heute vorgenommen, dass wir nicht über Fußball reden und nicht übers Ruhrgebiet. Mhm. Ich wollte dich aber trotzdem fragen, ob du zu Bremen oder zu BVB gehalten hast. Boah, das ist mir so ein bisschen Jacke gewesen. Ich muss sagen, noch habe ich in Dortmund mehr Zuschauer, meistens als in Bremen, obwohl es sich annähert. Aber ich hätte auch damit leben können, wenn der BVB weitergekommen wäre. Ich habe allerdings alles schon so eine Schwäche für so Typen wie Max Kruse, der mal eben 70.000 Ocken im Taxi vergisst, weil er ein bisschen Mau Mau gespielt hat irgendwo. Sowas stirbt ja komplett aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir beklagen ja gestern den Tod von Rudi Assauer. Typen, zu denen man immer unterschiedliche Meinungen haben kann. Hast du ihn mal getroffen? Oder? Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ja. Ich habe mal bei einer Veranstaltung in Bochum mit ihm und seiner damaligen Frau länger am Tisch gesessen und ihn in Bochum im Stadion getroffen. Und das ist halt einfach solche, ist ja im Ruhrgebiet kein Schimpfwort, wenn man sagt, solche Fressen. Mhm. Das ist ja liebevoll gemeint. Die gibt es halt nicht mehr. Die sind, man kann über solche Leute immer sagen, was man will, aber sind eben auch keine rundgelutschten, einfachen Typen gewesen. Mhm. Und der hat diesen Verein geprägt und er hat auch unheimlich dazu gepasst. Ne? Zu diesem bisschen im besten Sinne prolligen Verein. Schalke 04 und den hat man jetzt schon seit Jahren vermisst, weil er durch seine Krankheit nicht mehr öffentlich aufgetreten war und jetzt ist er ganz weg, das ist schon Verlust. Mhm. Für das ganze Ruhrgebiet. Ja, das stimmt. Zu deinem Buch. Ich durfte das im Vorfeld schon lesen und was mir ganz neu war die Aussage, dass von euch, eurer Generation, ja, habt ihr gar nicht mit dem Mauerfall gerechnet. Ja. Weil ich selber, ich bin 85 geboren und komischerweise ist ja Mauerfall ähnlich wie 9-11, so ein Datum, wo eigentlich jeder weiß, was er gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja klar, du warst vier Jahre alt. Ja. Ja, also erstmal zum ersten Teil. Das hing auch immer davon ab, mit wem du gesprochen hast. Also ich hatte zum Beispiel keine Verwandte in der DDR, deshalb haben wir da so gut wie keine Beziehung zu gehabt. Im Buch kommt auch vor, dass sich Förster in Amsterdam heimischer fühlt als in der DDR. Und tatsächlich war für viele von uns das einfach in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Beton der Berliner Mauer. Dass es so bleibt. Dass es so bleibt zu unseren Lebzeiten. Da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass sich das ändert. Ältere zum Beispiel haben eine ganz andere Perspektive gehabt. Ne? Also auch so die Politikergenerationen wie Helmut Kohl und Willy Brandt, die eben aus einer anderen Zeit kamen, die für die ein einheitliches Deutschland noch eine Realität gewesen ist und die deshalb auch an dieser Idee sowohl von links wie von rechts festgehalten haben. Aber ich, Jahrgang 1966, für mich war das undenkbar, dass sich die ganze Sache nochmal ändert. Und richtig begriffen habe ich es dann auch als echtes Fernsehkind erst, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Denn den eigentlichen Mauerfall habe ich verschlafen. Okay. Ich beschreibe hier im Buch absichtlich den Abend, wo dann Förster und Brocki die Tagesthemen gucken.
mit Hans-Joachim Friedrichs. Das habe ich gar nicht gemacht, weil ich habe damals schon mich nicht vom normalen Fernsehprogramm abhängig machen wollen. Also ich bin einer, für den sind Streamingdienste erfunden worden. Und ich habe damals ein Video geguckt und bin dann pendeln gegangen. Die früheren Streamingdienste, Videotheken. Videotheken nannte man die. Und ich hatte immer VHS-Kassetten von allem Möglichen. Und dann, ich wollte halt gucken, wann es mir passte und nicht, wann es dem Programmdirektor passte. So, und dann habe ich an dem Abend irgendein Video geguckt. Ich weiß leider nicht mehr welches. Wahrscheinlich irgendein künstlerisch hochstehenden amerikanischen Actionfilm. Und dann bin ich pennen gegangen und am nächsten Morgen habe ich mich wecken lassen, weil ich zur Uni musste und irgendwas war ständig was mit Berlin und Mauer. Ich war noch so im Halbschlaf und dann habe ich noch vom Bett aus den Fernseher angemacht und dann habe ich gesehen, dass die Leute am Brandenburger Tor auf der Mauer rumgelaufen sind. Ich wusste gar nicht, dass die an der Stelle so breit ist. Ne? Und dann habe ich, also als ich dieses Bild gesehen habe, da war mir klar, hier ist heute Nacht was passiert, was wirklich alles sprengt. Mhm. Aber was auch finde ich sehr schön in dem Buch rausgearbeitet ist, wo ich dann auch viel drüber nachgedacht habe im Vorfeld, weil wir erst so die Idee hatten, so erster Einfall, fast blöd, ja, wir dekorieren das jetzt hier alles DDR-mäßig und ich habe so eine FDJ-Fahne besorgt. Mhm. Und dann habe ich das Buch gelesen und dann dachte ich, das ist eigentlich irgendwie dämlich, weil das eben sehr schön rausgearbeitet ist, dass das natürlich ein System war, wo die Leute auch gelitten haben. Und dann heißt es aber, ich kriege das Zitat nicht so richtig schön hin, wie du es gesagt hast, dass man halt etwas braucht, woran man sich erinnert. Oder wie geht es noch genau? Also das ist auch nicht von mir, sondern das habe ich in einer Dokumentation gesehen auf YouTube. Da hat ein, glaube ich, ehemaliger Bürgerrechtler, leider habe ich den Namen schon wieder vergessen, muss ich auch nochmal nachgucken, gesagt, es will niemand die DDR zurück, aber es will auch niemand ohne Erinnerung leben. Genau, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die viele hier im Westen bis heute nicht verstanden haben. Ja. Es heißt auch an einer anderen Stelle, dass eine Figur sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, dass hier nicht alle weg wollen. Ne? Viele im Westen haben gedacht, ja, die wollen nur alle 100% so schnell wie möglich da weg, aber die Menschen haben ja dann ein Leben gehabt und es war ein verbrecherisches System, ein System, was Verbrechen begangen hat und die Leute, die im Knast gelandet sind, denen man Kinder weggenommen hat, deren Angehörige beim Versuch über die Mauer zu kommen oder die Grenze zu überqueren erschossen worden sind, die haben natürlich nochmal einen ganz speziellen Blick darauf. Es gab aber auch viele, die halt in weitesten Sinne oder in dem Rahmen normal in diesem System aufgewachsen sind. Und wenn ich mit Freunden spreche, die im Osten aufgewachsen sind, die erinnern sich, wenn sie an 1982 denken, an ihren 16. Geburtstag oder so, die denken nicht als erstes, ich habe in der Diktatur gelebt, sondern ich war damals in die Karin verknallt, bin aber an die nicht drangekommen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist ja hochinteressant, die Leute auch immer wieder danach zu fragen, wie war das denn? Wie war das denn im Alltag? Ich glaube, das haben wir nach 1989, 90 viel zu wenig gemacht. Man tut immer so, als müssten die Leute alle gleich werden und sie sollen auf jeden Fall die gleichen Bedingungen haben, auch zum Beispiel das gleiche Geld verdienen und so, das ist völlig klar. Aber andererseits ist interessant an anderen Menschen immer, sind die Unterschiede. Mhm. Und mal zu fragen, wie war das bei euch und dann aber auch mal zurückfragen, wie war das bei euch im Westen? Das war ja auch nicht alles so, wie die DDR-Propaganda oder die Hollywood-Filme das beschrieben haben. Ne? Ich glaube, das hat man zu wenig gemacht. Deshalb versuche ich in dem Buch eben, oder versucht Förster, die Hauptfigur, sich all diesen Dingen mit einem gewissen Respekt zu nähern und nicht sofort ein Urteil zu fällen, sondern erstmal zu gucken. Und für den Unterhaltungsfaktor gibt es noch Fränge, der ziemlich schnell ein Urteil fällt. Ja, überhaupt die beiden anderen. Also Förster steht ja immer in der Mitte zwischen seinen beiden Kumpels, Fränge und Brocki. Brocki ist ein bisschen konservativer, findet alles ganz fürchterlich, hat auch einen Aufkleber auf dem Fahrrad, lieber tot als rot. Und Fränge hat sämtliche linken Splittergruppen, die es in der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren gab, schon durch. Und gleichzeitig ist er ein totaler Hedonist, der will eben vor allem
eben, weil er jung ist, er will saufen, er will vögeln, er will Rabatz machen und dann passt dann wieder Brocki nicht und Förster steht dazwischen und versucht zu vermitteln oder irgendwie die beiden wieder zusammenzuführen. Und deshalb hat Frenge eben in Berlin zwei Freundinnen, eine im Osten, eine im Westen und ist deshalb eben nicht so scharf auf den Mauerfall. Das ist die Ausgangssituation des Buches. Aber das sind natürlich zwei Typen, die ich absichtlich mit großer Freude immer wieder aufeinander hetze, weil da natürlich eine Menge Witz drin steckt, aber andererseits auch das für Positionen steht, die damals eben gegeben hat. Genau über diese Dinge haben wir halt diskutiert. Ne? Gibt dieses Beispiel, dass die zu dritt eben losziehen und gucken sich die legendäre, manche sagen berüchtigte Ausstellung im damaligen Reichstag an, Fragen an die deutsche Geschichte. Da wurden wir ja alle durchgeprügelt im Geschichte-Leistungskurs. Mit der Schulklasse. Ja, genau. Ja. Und Brocki findet das total interessant und Frenge sagt, er ist offiziöser Staatskitsch. Und genau solche Diskussionen gingen halt in den 80er Jahren immer wieder ab. Und die habe ich versucht, auch mit diesen beiden Figuren zu illustrieren. Ist dir gut gelungen. Also dieses Dreiergespann, das ist mir beim Lesen auf jeden Fall ans Herz gewachsen. Das freut mich, ja. Das war der Plan. Und die, für mich hat sehr gepackt, der Ausflug von Frenge und Förster eben dann zu der einen Freundin von Frenge, Rosa, wenn ich mich richtig erinnere, wo sie dann bei den Eltern landen. Und dann dachte ich, das ist etwas, was jemand nur schreiben kann, der da selber aufgewachsen ist. Ich fand, das hatte so eine hohe Qualität und war auch, also ich kenne jetzt deine Kurzgeschichten und Liegen lernen von früher und so. Ich fand, das war aber auch was Neues für dich. Also das ist ich fand das unglaublich stark. Danke, das freut mich sehr. Besonders diese Szene, also eben angefangen dann, wenn die bei den Eltern sind und dann geht es doch zum See, zum Ausflug. Nee, umgekehrt, genau. Erst an dem See und dann zu den Eltern. Und dieses Kapitel, wo der Vater angetrunken am Tisch sitzt und sich darüber auslässt, warum es mit der DDR nicht klappen kann und er erklärt da so ein bisschen im Kleinen das Wirtschaftssystem und so. Da ist auch eine Szene, für die ich hatte ich einfach Hilfe. Also es ist nach wie vor die Perspektive, Förster kommt mit Frenge dahin und guckt von außen drauf. Also eben nicht so, als wenn er da aufgewachsen wäre. Aber ich habe einen guten Freund, der im Osten aufgewachsen ist, der auch nochmal so 13 Jahre älter ist als ich. Und der hat genau den Job in der DDR gehabt. 50. Danke. Nein, der ist mein Kumpel Herbert. Schöne Grüße. Wo ist meine Kamera? Schöne Grüße, Herbert. Der wird dann sich nämlich bestimmt angucken. Okay. Also Herbert war eine unglaubliche Hilfe. Und Herbert hat den Job gehabt, den der Vater von Rosa hatte. Also war also Revisor, also bei uns würde man sagen Wirtschaftsprüfer in der DDR und hat mir diese Mechanismen erklärt, die damals da abgingen. Er war allerdings auch Punk, da muss man sich mal reinziehen. Ne? Und er hat mich gleichzeitig vor dem Film mit Gundermann, mit Gerd Gundermann vertraut gemacht. Im Liedermacher, Rockmusiker eigentlich mehr, so hat er sich ja selber gesehen, in dem großartigen Film von Andreas Dresen. Übrigens ein Film, den man unbedingt sehen sollte, wenn man ein bisschen mehr über die widersprüchlichen Biografien im Osten wissen will und wenn man Gundermann als Liedermacher und Texter entdecken will. Also wirklich, ich habe den in Berlin gesehen mit einem Kumpel aus dem Osten und finde ich einen ganz großartigen Film. Aber Herbert hat mir eben, er hat mir lauter Hilfestellungen gegeben. Also zum Beispiel, du sagst, die waren am See, das war auch so ein Ding. Ich sag zu Herbert, hör mal, ich habe das Ding, ich will drei Leute da zum Schwimmen schicken. Ne? Mir fällt nur Müggelsee ein, weil ich mich nie auskenne. Er sagt, nee, Müggelsee, das war mit Eintritt, das kann sie machen. Wir waren immer an den Kaulsdorfer Seen und das sind, will ich sagen, Baggerseen, aber so was Ähnliches. So. Und dann hat er mich da hingefahren und dann habe ich alles fotografiert, deshalb konnte ich das so detailliert beschreiben. Und ich habe ihn auch gefragt, hör mal, Herbert, ich habe da einen, der hat keine Kohle, aber hat eine Freundin im Osten und der muss ja immer darüber fahren. Mhm. Und man musste ja immer Zwangsumtausch machen, 25 Mark Mindestumtausch. Jeden Tag.
selbst wenn man länger da geblieben ist. Und sage ich, was konnte man bei euch kaufen und bei uns verkaufen? Kam mir fielen nur Bücher ein, aber die belletristischen Bücher, die waren auf so schlechtem Papier, die wäre man hier nicht losgeworden. Fachbücher gingen, aber das funzt nicht so richtig. Und da sagte der Juwel Campingkocher, weil der brannte wie die Sucht, der lief mit Benzin und den konnte man dann im Osten für 20 Mark kaufen und im Westen auf dem Flohmarkt dann mit Gewinn verkaufen. Und da habe ich sogar einen, soll ich mal rausholen? Oh, unbedingt. Den hat er mir dann nämlich geschenkt, den hätte ich mal vorher auspacken sollen. Und das ist wieder ganz irre, er geht schon mal damit los, dass hier ein großartiger Aufkleber drauf ist, Stempel drauf ist, VEB Lötgeräte Dresden. Und nicht nur das, sondern, wo ist meine Kamera? Da, also hier, VEB Lötgeräte Dresden. Ne? Und hier oben drauf ist auch noch drauf, wann der verpackt worden ist, am 14. Februar 1989. Und durch Zufall, das ist jetzt wirklich Zufall, ist auf den Tag genau 30 Jahre später der offizielle Erstverkauftag von dem Buch. Also das ist nicht gemacht und das ist, da wusste der Verlag gar nicht, obwohl es kommt im Buch vor, aber es wäre sowieso der Auslieferungstag gewesen, die anderen Bücher, die parallel rauskommen in meinem Verlag. Gibt es jetzt ein Kombi-Angebot, Campingkocher und Buch? Da sollte man mal drüber nachdenken. Ich habe den jedenfalls, hat Herbert mir den geschenkt, den konnte man auch hier so zusammenschnüren, denn das kriege ich nicht mehr richtig hin. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich weiß nicht, wo man das Benzin reinmacht. Aber der sieht gut aus, finde ich. Ist cool, oder? Und der sieht aus, als würde der noch sehr viel länger als nochmal 30 Jahre durchhalten. Manufaktum-mäßig für mich. Genau, jetzt. Das könnte man bei Manufaktum verticken. Das wäre eine Idee. 150 Euro. Ja. Oder bei Manufaktum mindestens 400. 200, ach ja, genau. Ja, also das sind natürlich Sachen, Tipps, die sind Gold wert, weil ich alleine da nicht drauf komme. Und deshalb war mein Kumpel Herbert, der übrigens auch noch Union Berlin-Fan ist und Mitglied der Eisernen Biker, also überhaupt eine schillernde Persönlichkeit, ganz wichtiger Einfluss dabei gewesen. Und ohne solche Hilfe kann man solche Sachen nicht halbwegs authentisch aufschreiben als Wessi. Ich glaube, bei der nächsten Sache, wo ich dich wieder loben muss, hat er dir nicht geholfen. Nee. Ich glaube, da bist du selber drauf gekommen. Und das fand ich absolut jetzt wieder... Ich sag schon, nee, ich weiß gar nicht, worum es geht. ...wieder wirklich schön. Mhm. Es ist nämlich in letzter Zeit ja öfter mal die Rede, wenn nicht mehr ganz jugendliche Autoren im weitesten Sinne über eine Annäherung von Männern zu Frauen schreiben, dass das schnell unangenehm wird. Irgendwie diese alte Männer Bespannungsliteratur. Ja. Und da fand ich diese Szene am See, wo dann die Rosa ihren Rücken eingecremt bekommt. Und das liest sich dann dahin so, oh, jetzt muss er aufpassen. Und dann findest du aber so einen tollen Kniff, wo du ein Gefühl bei mir getroffen hast, was ich zu 100% kenne. Der Begriff ist dann irgendwas mit männerbündische. Ich habe es jetzt. Das ist so toll beschrieben. Ja. Ich habe mir das aufgeschrieben. Also dieses so, das ist jetzt zu weit. Ich möchte jetzt hier nicht so eine Swingerclub-Atmosphäre schaffen. Ja, das ist weil und der Fränge. Nicht Fränge, sondern der Förster guckt dann auf den See und will sich das gar nicht so. Und das fand ich so, also so sehr schön gemacht. Das Entscheidende ist der Blick von Fränge. Fränge, das ist seine Freundin. Förster findet sie allerdings auch sehr nett. Und dann guckt Fränge ihn so an. Und dieser Moment, guck so, ruhig so. Ja, und genau. Da geht Förster auf, das ist hier nicht gut. Das hat so was von Bundeswehr-Spind-Talk und so. Genau. Da will er sich dann so ein bisschen rausziehen. Ja, also das sind schon Szenen, die ich ganz bewusst genau so gestalte. Weil man auch sagen muss, jetzt gar nicht unter dem Eindruck aktueller Diskussionen, sondern es ist auch nicht so gewesen, dass man früher einfach so schamlos da so eine Gemeinsamkeit hergestellt hat. Also es gab auch schon früher Männer, auch junge Männer, die dieses schwiemelige Männerbündische, so stand genau. Da drin, dann das nicht gut fanden. Ich habe jetzt gebrauchen, das Wort. Ja. Und ist das hier zu männerbündisch? Ich gehe. Ja, und ich bin sowieso, ich bin,
bin sehr mittlerweile sehr zurückhaltend, was erotische Szenen angeht. Da habe ich früher mehr geschrieben, aber ich fand nicht, dass ich das gut kann. Also es soll schon vorkommen, vor allem, weil die alle Anfang 20 sind. Da spielt dann natürlich eine Rolle. Aber ich finde... Und später nicht mehr, oder? Klar, es wird, habe ich gehört, weniger. Aber es ist völlig klar, dass zwischen 20 und 30 das alles nochmal ein größeres Thema ist, vor allem unter den Bedingungen, unter denen die da unterwegs sind. Da verrät man ja keinem ein Geheimnis. Und weil, wenn da mindestens einer dabei ist, wie im Fränge, der hier ganz bewusst die Grenzen ausloten will. Der gibt Vollgas, der will alles mitnehmen, solange er jung ist, ja. Noch eine Sache, die toll war beim Lesen, das war ähnlich wie bei Ralf Rothmann, den ich auch sehr gerne lese und auch viel gelesen habe. Und nach den Rothmann-Büchern bin ich mal nach Oberhausen gefahren und auf Rothmanns Spuren durch Oberhausen gelaufen. Durch Stärkrade. Und wenn so ein Ort so literarisch aufgeladen wird, bekommt auf einmal ein völlig unspektakulärer Ort eine enorme Bedeutung. Mhm. Und das Gleiche hatte ich jetzt beim Lesen von Kein Wunder. Wo ist meine Kamera? Diese? Kein Wunder. wo ich dann durch Bochum gelaufen bin, wo ich auch wohne. Und die Orte... an den Orten vorbeigekommen bin, die du beschreibst. Manche heißen jetzt anders. Ich glaube, diese Ahorn-Eck heißt schon lange Absinth. Ja. Ne? Und andere Sachen, Café Dahlbusch, habe ich verzweifelt gesucht. Nee, das ist erfunden. Okay. Gibt's nicht, ja. Jedenfalls hatte ich dann auf einmal in einer Stadt, die ich einigermaßen gut kenne, ein ganz anderes Gefühl. Mhm. So ein großen Gefühl, glaube ich. Ja, weshalb wahrscheinlich deine Bücher auch so einen Erfolg haben. Das war jetzt nichts nostalgisch kitschiges, sondern irgendwie habe ich ganz anders auf meine unmittelbare Umgebung geguckt und habe auch genauer hingeguckt. Ja, ist natürlich toll, wenn es den Effekt hat, freut mich, ja. Es gibt ja ein paar Kneipen, die auch immer noch genauso heißen. Also Café Ferdinand kommt vor, ja. Und ich glaube, der Mandragora wird zumindest erwähnt, die Zeche. Genau. Das erste Kapitel spielt in der Zeche. Aber jetzt ist das Café Dahlbusch, das kommt ja schon in Förster, mein Förster vor, ist halt und die Bäckerei Konditorei, die es jetzt Ende der 80er noch ist, ist halt so eine prominente Sache, die so mit einer Figur verbunden ist, das ist dann erfunden. Ich habe zwar bestimmte Cafés vor Augen dabei, wenn ich das beschreibe, weil ich über Café Dahlbusch und Fränge noch ein paar so Spin-Off-Geschichten geschrieben habe, die ich in die Bühnenprogramme einbaue, aber das ist dann schon besser, wenn es an eine Figur angedockt ist, dass es was Erfundenes ist. Auf jeden Fall gibt es heute bei uns Bienenstich und Berliner. Das kommt auch mal vor, ja. Ja, Berliner, das ist übrigens eine Szene, die schon wieder eventuell auf einen möglichen dritten Förster verweist, weil ich möchte eigentlich noch auch mit Förster, das ist schon so ein bisschen angelegt, mal über meine Zeit im Freien Theater in den 90er Jahren schreiben. Wollte ich sagen, dass ich mir das wünschen würde, dass du dich dafür entscheidest, weil ich habe gehört, in deinem Kopf hast du auch noch eine mögliche Geschichte, die um eine Rockgruppe kreist. Ja, das ist noch nicht spruchreif. Und ich werde dich gerne in die... Das eine schließt das andere nicht aus. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich habe da auch schon mal mit angefangen und das sollte eigentlich mit dem Kein Wunder verquickt sein, das hat aber nicht hingehauen. Also das mache ich auf jeden Fall, weil das eine unheimlich intensive, wichtige Zeit für mich war. Ich bin auch noch mit einigen Leuten aus der Zeit befreundet und das werde ich auf jeden Fall machen und das habe ich eben schon so da angelegt. Und da kommt eben ein Techniker vor, der WG-Kumpan von Brocki, der Gerd, der alte Stratege, der auch schon in Förster, mein Förster erwähnt wird. Ja. Und der Berliner Zopf und mit so. Milch. Genau, und der isst so gerne Berliner und trinkt dazu Milch. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache. Ja, was nicht gut ist. Amerikaner mit Milch ist auch nochmal. Ist so eine kleine Sucht. Ist nicht schön. Man bekommt auch auf jeden Fall viel Anregung für Filme zu schauen, ja, und Bücher zu lesen. Und ein bisschen Musik auch. Ne? Durch dein Buch. Musik sowieso. Jetzt habe ich irgendwie komischerweise mehr den Fokus auf Büchern. Und Filmen.
und Film. Ah, komisch. Und da bin ich, war ich ganz beseelt bei Fausa. Ja, ja klar. Dass der genannt wird von dir, da habe ich mich sehr gefreut, weil das war für mich auch ein wichtiger Autor. Das ist, Fausa war einer von den Autoren, die man damals, wenn man zum Beispiel wie ich auch von den Amerikanern herkam, von Bukowski und so, dann kam bis damals an Fausa natürlich überhaupt nicht vorbeigekommen. Auch an der Verfilmung zum Beispiel mit Marius Müller-Westernhagen, der Schneemann. Ne? Die habe ich nicht gesehen. Und also das gehörte damals komplett dazu. Ne? Und da bist du nicht, wolltest auch nicht dran vorbeigehen. Also das ist ganz wichtig gewesen. Ja. Ich habe Strand der Städte, das ist so ein dicker Wälzer von ihm, wo die gesammelten journalistischen Arbeiten von ihm. Diese, aus dieser Ausgabe aus dem Alexander Verlag. Alexander Verlag, genau, habe ich auch. Und es gibt sogar eine Biografie im Cola-Land oder so, genau. Über Fausa. Rebell im Coca-Cola-Hinterland. Ja. Genau. Mhm. Gut, Frank. Ja, in der Edition Tiamat, der haben der coolsten Verlage dieser Republik, Ein-Mann-Verlag von Klaus Bittermann. Okay. Also ich kenne Klaus ganz gut und Klaus ist eine Vollgranate, kommt aus Süddeutschland, ist aber BVB-Fan und macht seit 40 Jahren fast einen Verlag als Ein-Mann-Betrieb und hat immer wieder absolute Granatensachen in seinem Portfolio und deshalb immer schön gerade die kleinen Verlage und Buchhandlungen unterstützen. Ne? Und bei Fausa war es für mich so, dass ich dann auch ganz viele andere Autoren kennengelernt habe. Dann hatte ich sonst, durch Fausa habe ich auch angefangen, ganz viel Fallada zu lesen und Josef Roth. Mhm, ja. Josef Roth habe ich im Studium gemacht. Ich hatte ja viel Weimarer Republik gemacht und auch Romane der Weimarer Republik dann als Prüfungsthema sogar gehabt. Da gibt es ein Buch, das erwähne ich auch hier drin, als Förster an seinem Bücherregal steht, von Erhard Schütz, Romane der Weimarer Republik. Das hat mir meine Eins in der Germanistikprüfung besorgt. Da musste ich die Bücher gar nicht lesen. Da war so unglaublich auf dem Punkt, wie man sich das von Fachbüchern wünscht. Da musste ich quasi nur auswendig lernen und bin damit dann super durch meine Germanistikprüfung gekommen. Aber Josef Roth habe ich dann tatsächlich auch gelesen, das Spinnennetz. Ein Fortsetzungsroman, der so perfekt das vorwegnimmt, was dann, ich glaube, die letzte Folge erschien am einen Tag vor dem sogenannten Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 und das hat alles vorweggenommen, was danach kam. Josef Roth war einer von den Hellsichtigen und durch Josef Roth und andere kann auch keiner behaupten, wir wussten nicht, was da passiert. Ich hatte mal eine ganz tolle Veranstaltung mit Petra Reski, die ja in Cham, glaube ich, aufgewachsen ist. Und mit ihr habe ich mich auch über Josef Roth unterhalten und die meinte sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr exakt zusammen, solche Figuren gäbe es gar nicht mehr. Nee. Die so so exzessiv leben. Das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob diese Art zu leben so sinnvoll ist. Es sind natürlich auch oft Menschen gewesen, die gerade deshalb, weil sie mehr von der Gesellschaft begriffen haben, an der gelitten haben und da dann oftmals nur mit Alkohol oder Drogen diese Frustration in den Griff bekommen haben. Ich finde aber überhaupt die Literatur der 20er Jahre, gerade auch so unter dem Ding neue Sachlichkeit firmierte, das hat mich immer total angesprochen. Und das hat heute noch eine Modernität, die frappierend ist, obwohl es jetzt fast 100 Jahre her ist. Wir haben ja gestern oder jetzt im Februar 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und damit Gründung der Weimarer Republik zu feiern. Und das ist, was da an wäre das auch sowas wie Fabian? Kästners Fabian? Ja, Fabian, klar. Oder jetzt gibt es ja die Originalaus, also die Ursprungsversion, die hieß ja Der Gang vor die Hunde, ist ja jetzt auch neu rausgekommen. Aber zum Beispiel, oder auch die Kriegsromane, die interessanterweise die meisten davon erst so 10 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg erschienen sind. Im Westen nichts Neues ist das Paradebeispiel, wobei da auch die Verfilmung von damals, von 1931 oder so, von Lewis Milestone wirklich super ist, also fast besser als das Buch. Und ist auch eher selten. Ist auch eher selten. Und kannst du uns noch, jetzt ganz wichtig, kannst du uns noch Tipps geben, wo die Verfilmung besser ist als das Buch? Die Verfilmung besser, da müsste ich jetzt nochmal mehr drüber nachdenken. Es gibt eine Verfilmung, da ist beides mindestens gleich gut. Das ist Sideways,
ein Roman von Rex Pickett, verfilmt mit Paul Giamatti. Das ist so ein Nebendarsteller King, der aber ein super Schauspieler ist. Der spielt in Billions zum Beispiel. So ein bisschen kleiner mit so großen Augen, ne? Ja, und so ein Bart und so. Ja. Ne? Und das sind zwei Kumpels, die durch die Weingebiete von Kalifornien fahren. Und der eine müsste eigentlich jetzt heiraten, vögelt aber rum oder irgendwie sowas. Also da habe ich zum Beispiel, ich habe erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Und das ist meistens ein merkwürdiges Erlebnis. Aber das ist, was zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, ist beides sehr gut. Jetzt muss ich doch, bevor wir gleich auch zum Ende kommen, muss ich doch nochmal aufs Ruhrgebiet zurückkommen. Wer uns denn jetzt... Ich muss gerade lachen, weil du wolltest nicht über das Ruhrgebiet und nicht über Fußball sprechen. Fängst du mit Fußball an und hörst mit dem Ruhrgebiet auf. Ja, ist ganz okay. Gut, oder? Ja, mach ich. Alles in Ordnung. Wer uns jetzt den neuen Ruhrgebietsroman schreibt, wenn wir uns hier hineinladen könnten, wen würden wir denn einladen, dass er es macht? Willst du das machen oder wer könnte das sonst noch machen? Ich werde sicher noch mal einen Roman schreiben, der explizit als Ruhrgebietsroman durchgeht. Dieser hier pendelt ja zwischen Bochum und Berlin. Es gibt ganz viel. Also übrigens, es gibt im Galliani Verlag ist letztes Jahr ein Buch rausgekommen, was das Gleiche macht. Nicht das Gleiche, aber es ist auch zwischen Bochum und Berlin hin und her pendelt. Von Hilmar Klute, der Roman Wenn dann alles so schön fliegt, heißt der, glaube ich. Der spielt nur 2 Jahre früher, 1987. Auch ganz toll. Ja, es gibt die Bücher von Martin Becker zum Beispiel, der Marschmusik ausgewiesener Ruhrgebietsroman. Es gibt, ich glaube, die liest ja demnächst hier Caro Staha, ist jetzt nicht explizit, glaube ich, aufs Ruhrgebiet gemünzt, Beschreibung einer Krabbenwanderung, aber man hat den Eindruck, da sind doch in letzter Zeit ein paar Bücher auch in größeren Verlagen erschienen über das Ruhrgebiet oder von Autorinnen oder Autoren aus dem Ruhrgebiet. Und klar, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr passiert, also auch was dann über die Region hinaus strahlen kann. Aber das kann man eben nicht vorhersehen. Man kann es auch nicht erzwingen. Man kann es nicht erzwingen, aber man kann natürlich versuchen, Bedingungen und Strukturen zu schaffen, unter denen das leichter wird. Also vielleicht Literaturpreise modifizieren und mehr. Ich finde, in Romanen konstituiert sich ja auch so ein regionales Gedächtnis und da haben wir sicher Aufholbedarf im Ruhrgebiet. Frank hat es gerade angesprochen, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, am 29.03. ist nämlich Caro Staha hier, eine wirklich sehr zu empfehlende Autorin, die aus ihrem Buch nicht nur liest, es ist eine Leseshow, wir haben dazu Visuals von Patrick Praschmer und ein DJ. Und das Buch heißt Beschreibung einer Krabbenwanderung und ist im Dumont Verlag erschienen. Ja. Und wir laden uns noch Thorsten Nagelschmidt ein, super. Oder? Ins Ruhrgebiet. Ja, super. Da müsst ihr mir Bescheid sagen. Ich will es versuchen, aber ich glaube, die Band gibt es jetzt wieder. Die sind wieder auf Tour. Die Band gibt es wieder, Muff Potter. Super Band und das Buch, dessen Titel ich jetzt gerade vergessen habe, der aber einem Cranberries der einem Song von dieser, wie heißt diese eine Gruppe nochmal, Love Fool, die den Nummer gemacht haben zu der Shakespeare-Verfilmung. Ich will immer Cranberries sagen, wir sind ja nicht die Cranberries. Wie heißt die nochmal? Wir haben es gleich. Weiß das einer aus dem, der uns hier... ganz bestimmt. Wie heißt die denn nochmal? Mit C auf jeden Fall. Skandinavische, deshalb komme ich immer auf Cranberries, aber sind nicht die Cranberries. Herrgott, ich werde alt. Cardigans. Cardigans, genau. Stark. Sehr gut. Guck mal, die Stimme aus dem Off. Ja. Wie kam man da drauf? Thorsten Nagelschmidt. Thorsten Nagelschmidt hat sein Buch, seinen Buchtitel, auf den ich jetzt auch nicht komme. Ich werde alt. Aber fand ich ein super Buch, was in Rheine spielt. Es gibt garantiert nicht viele Bücher, die in Rheine. Ein Rheine-Roman. Aber es gibt eine tolle Rheine-Geschichte von Horst Evers. Eine der witzigsten Geschichten des ohnehin deprimierend witzigen Horst Evers. Das ist so witzig, dass ich mir immer denke, ey, warum bin ich dann auf einzelne Sachen nicht gekommen? Die berühmte Nudelnummer in Rheine, wo meine Kinder früher den Anfang mitsprechen konnten. Also das ist Rheine auf die literarische Landkarte gesetzt hat Horst Evers und Thorsten Nagelschmidt geht noch einen Schritt weiter und macht einen ganzen Roman drüber. Freut mich sehr, super. Also ich hoffe, super Typ. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber Buch ist super. Ich kenne den auch nur durch die Muff Potter Liedtexte, die ich immer schon sehr, sehr gut fand, schon als 13-Jähriger in irgendwelchen... Und Muff Potter ist eine Figur von?
aus Huckleberry Finn. So sieht's aus. Ein farbiger Sklave? Nee, das ist doch, der heißt doch, jetzt habe ich dich getestet und ich war ganz selber die, ja. Auf jeden Fall eine Figur von Mark Twain. Wir schneiden das raus. Das geht ja nicht. Ach, ist das spontan. Ja. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Ja. Oder wir lassen es und ich muss noch den Bienenstich in Stücke schneiden. Mach und das mal. Den Doppelkorn aus dem Eisfach holen. Ja, mach das. Mach alles. Ich fahre dich nach Hause. Und nochmal auf kein Wunder. Hinweisen. Hingewiesen. Haben. Hingewiesen haben möchte ich. Schön. Danke. Ich sage auch danke.